Hallo und herzlich willkommen hier zu Teil 12 mittlerweile unseres Let's Plays zu Alien Isolation und damit auch herzlich willkommen. Herzlichen Dank für deine Anwesenheit. Ja, ich wollte herzlichen Glückwunsch sagen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie dabei sein dürfen. Ja, ich danke Ihnen vielmals. So, wir haben Angst. Also ich habe Angst. Ich habe keine Angst. Das, deshalb bist du hier. Genau. So, wir haben gespeichert. Schuhe. The Shoe. It's gonna be the Shoe. Zeig mal bitte die 70er-Jahre-Modelle. Guck mal, cool, ne? Retro. Total. Na, schön. Ich finde die wirklich schön. Ja. Und da oben ist ein Manual. Das könnte man auch gebrauchen. Will ich nicht haben. Nee, ne? Boah, hier sieht's unordentlich aus. Und das Alien ist so. Wir waren ja hier auch schon überall. Wir haben uns ja schon alles angeguckt und wollten nur noch mal kurz zurück, um zu sichern, zu speichern. Genau, deshalb müssen wir jetzt hinter uns durch die Tür wieder raus, die Treppe runter, den Flur entlang, da hinten irgendwo, ne? Genau. Sozusagen. Erstmal den langen Gang entlang, gucken, ob wir das überleben und dann sehen wir weiter. Genau, dann, So, raus hier. Das kennen wir schon zu Genüge. An dem verdammten Essensautomat können wir nichts ziehen, obwohl es lecker aussieht. Hast du das gehört? Ja. Ich gehe mich mal verstecken. Ja, bitte. Ich habe nichts dagegen. Ich bin so froh, wenn wir endlich dieses Device haben. Ich will hier keinen spoilern. Aber das ist das Einzige, was ich weiß, dass man irgendwann ein Gerät bekommt, das ein bisschen anzeigt, ob was Böses in der Nähe ist oder nicht. Den Motion Tracker. Genau. Ich bin froh, wenn wir den endlich haben. Da steht da, please order more above. Das haben wir doch schon mal gelesen. Haben die alle denselben Sticker oder was? Was war das? Die Musik wird so dramatisch. Das rappelt auch. Also es rappelt nicht hier, aber ich habe gerade so Rumpeln gehört. Na komm, wir gehen. Ist dieses Klappern, dieses Klapperschlangengeräusch, ist das generell oder nähert sich dann was? Nee, ich glaube, also das ist... Wir haben das jetzt übrigens wieder ein, zwei Tage nicht gespielt, von daher weiß ich das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob das immer ist, oder? Also gesagt bekommen haben wir es jedenfalls nicht. Und ich glaube, dass es jetzt so klackert, um wirklich zu verdeutlichen, das Alien ist jetzt Guck mal, da ist auch ein Schacht, vielleicht können wir da lang den langen Gang entlang. Vielleicht müssen wir da nicht ganz so blöd laufen, den sieht man ja auch. Dann kommt da kein Weg gespart. Das ist der komplette Gang sogar. Ja, fast, ja. Bis auf das letzte Viereck. Mainframe. Was mich jetzt ein bisschen beruhigt, ist allerdings, dass wenn die Leute uns jetzt verfolgen... Die Menschen. Na, genau, die Menschen. Dann viel Spaß mit dem Alien. Da waren wir schon, genau. What a bummer. Ja. Ich bin auch so ein Loot-Fanatiker. Ich mach mal eine Taschenlampe an, ja? Mach das. Ich habe keine Angst, die Taschenlampe zu benutzen. Wieso solltest du auch? Kommt das auch da rein, oder was? Na klar. Obwohl, das ist ein bisschen groß. Ist das nur für die Menschen? Ja. Um die abzuhalten? Ich dachte, das kann da auch nicht rein. Das hat doch so einen Riesenkopf. Ja, was? Ich dachte, vielleicht sind ja diese Schächte in der Decke irgendwie anders. Hallo? Siehst du, weil es gibt ja auch so große Schächte, wie man jetzt diesen Kanal da gerade sieht. Ich hoffe, dass die kleinen Schächte vielleicht ein bisschen Sicherheit gewährleisten. Müssen wir jetzt... So. Ah, wir müssen da runter. Okay, die Tür, den Raum haben wir anscheinend. Müssen wir da runter oder müssen wir jetzt links? Wir müssen die Treppe runter, oder? In dem Raum geht es noch nicht weiter, laut Karte. Doch, da ist doch eine Treppe in dem anderen Raum. Ja, also ich rede jetzt von dem Raum, direkt die erste Tür, die man sieht, wenn man jetzt raus... Ach doch, da müssen wir erstmal rein. Genau. Ich dachte gerade, wir wären schon ein Viereck weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht auch hier durch könnten, mit der Treppe. Runter. Aber das ist eine andere Ebene halt irgendwie, glaube ich. Obwohl da ist ein... Nee, das ist gar kein Speichersymbol. Ah, meine Güte. Ich bin aufgeregt. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier rein, ne? Ja. Wieso nicht? Genau. So, da meinte ich jetzt nämlich nicht in den Raum, sondern die Treppe runter. Überall dieser Nebel, ne? Mich kirre. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich werde Rauchgranate mal ausrüsten. Ja, wenn du meinst. L2 ist zielen und Viereck gedrückt halten, platzieren. Ist das eine... Jetzt muss man eine Granate platzieren. Das ist doch keine Mine. Oder die kann man vielleicht auch platzieren. Wie eine Mine. Ja, ich schleiche im Moment sehr langsam, ne? Ich weiß nicht. Ich bin zu angespannt, um das negativ zu bemerken. Da müssen wir hin.
War das nicht der Raum, auch wo das Alien runtergekommen ist? Nee, ich meine nicht. Außer da steht jetzt ganz, ganz rechts an der Wand hinten ein Terminal, dann ja. Ja, ich glaube, das ist der. Ja, da steht das Terminal da hinten. Okay, das ist der Raum. Wo müssen wir denn dann hier hin? Okay. Wie kommen wir denn jetzt da raus? Ja, dann müssen wir doch in den anderen Raum. Dann müssen wir vorher die Treppe runter. Ja. Aber ist das nicht dann einfach die Tür da hinten durchgegangen, ne? Ich weiß es nicht. Aber das Alien wird doch nicht mehr hier hinkommen, oder? Naja, es kommt, wenn es uns hört, ne? Ah. Auch wenn es schon mal hier war. Ich glaube, das sind nicht die Kriterien des Tieres. Das wäre so schön. Aber guck mal, hier sind nämlich doch die Treppen. Das ist der genau derselbe Raum. Das ist der Raum, ne? Ja, da bekommen wir keinen anderen. Wir müssen da irgendwie weiter. Wir müssen irgendwas hacken. Hacken Sie den Aufzug zu Season. Da ist ein Aufzug vor der Tür, ne? Da habe ich einen Aufzug gesehen. Hier? Ja, da scheint auch einer zu sein. Aber das Viereck, wo wir sind aus dem Schacht in einen Raum, der so viereckig ist. Und da ist das untere Viereck, also quasi Norden, Süden, Westen, im Westen unten. Ja. Das ist der Aufzug. Ah. Wir können auch, guck mal. Also aus einer anderen Ebene oder was? Genau. Vielleicht müssen wir einfach hier die Treppe runter. Wir müssen die Treppe. Welche Treppe? Die geht hoch. Nee, das war nur eine, ne? Genau. Wir müssten vielleicht ganz die Treppen wieder gehen, diese Haupttreppen. Ja, richtig. Im Haupthaus, auf der Ebene, wo die Menschen waren. Was war das denn? Ey, was war das? Lass mal bitte in den Hauptflur gehen. In den Hauptflur? In den Hauptflur und dann wieder hoch, wo wir hergekommen sind, wo das Terminal war, wo die ganzen Menschen waren. Ich glaube, da müssen wir hoch. Okay. Hier unten können wir, glaube ich, nichts mehr machen, außer drauf gehen. Da war der Hauptflur, ne? Ja, da müssen genau jetzt nach links und dann direkt wieder nach rechts. Komm, krieg ich mal wieder in den Schacht. Kann ich. Kannst nicht. Du willst sehen, was kommt. Ja, ich will mich auch nicht zu schnell bewegen. Okay, also jetzt rechts. Genau. Und dann kommt irgendwo das Treppenhaus wieder nach oben. Ich glaube, dass wir da hin müssen zum Aufzug. Hier kommt das Treppenhaus. Mhm. Da ist es schon. Also entweder müssen wir jetzt runter oder rauf. Das weiß ich natürlich nicht. Okay, hier sind wir aber auf jeden Fall. Hast du vollkommen recht. So, das sind die Treppen. Zweimal nach oben müssen wir. Also müssen in die Lobby. Okay, ja gut. Würde ich sagen. Obwohl, ja. Nee, Moment, hier ist das. Aber da kommen wir dann hier rüber. Ja, okay. Ja. Okay. Dann müssen wir wieder hoch, da wo wir hergekommen sind. Mama. Ah. Ich würde mich ja ganz gerne. Nee, weitergehen jetzt. Was war das für ein Schatten? Ja. Ach, da oben ist irgendwas. Da fliegen Sachen vorbei. Hier ist ein Fenster. Ah. was haben wir nochmal gesagt? Hoch. Zweimal, ne? Hoch, hast du gesagt. Ja. Oder ist das da unten aufzugucken? Ja. Nee, ich glaube, da unten waren wir schon, da war Sackgasse. Hello again. Ist da noch ein Raum, wenn du jetzt da gehst? Kann man da noch irgendwo rein? Nö, ne? Nö. Aber da sind noch zwei Menschen, glaube ich, ne? Oben, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ein Mann und eine Frau, glaube ich, leben noch. Wenn da nicht sogar immer wieder welche dazukommen, das weiß ich natürlich nicht. Ich kann nur hoffen, dass sich das Alien schon drum gekümmert hat. Und satt ist und irgendwo schläft. Ja. So, jetzt müssten wir da sein, oder? Nein. Noch höher? Ja. Also wir können hier halt nicht lang, leider. Wir müssen noch eine höher und dann müssen wir irgendwo noch mal eine runter. Oh. Was leuchtet denn da so grün? Wo geht's denn da hin? Lawrence. Ah, guck mal, das müssen wir hier hacken. Tech Lobby. Ich gibt's da Geschenke. Okay. So, einmal den.
Einmal den. Oh, jetzt bin ich eingerostet. So. Was ist das denn? Boop. Was hängt denn da? Wo hängt was? Ja. Hä? Was ist das denn? Blick. Oh. Eine Kanone hängt da. Wow, was ist das? Das Geräusch macht mir so Angst. Er geht da rein. Nein. Doch. Wir wissen, was passiert. Wenn wir jetzt kaputt gehen. Das ist meine Schuld, aber ich... What's happening? Wir verpassen alles. Ist mir egal. Auf jeden Fall war das Alien gerade da und hat irgendjemand gefressen. Da blinkt was Grünes durch. Gott sei Dank haben wir kein Pulsmesser angeschlossen. Ich bin gerade echt, meine Pumpe, die ist so am Flitzen. Mir geht's gut. Aber es ist schon ausschlaggebend, wahrscheinlich, wenn ich den Controller in der Hand habe. Ah, du Lulli, wo bist du? Meinst du das Alien oder den Menschen? Beide. Eigentlich das Alien. Die Menschen, die sind mir eigentlich egal jetzt gerade. Also wirklich egal. Es tut mir leid, dass ich mich so langsam bewege. Ich denke die ganze Zeit so, weißt du, ich guck jetzt hier und schleicht sich das von hinten an. Dann krieg ich ein Herzinfarkt. Ich glaube, das schleicht sich nicht an. Das ist ein... Springt dich an. Das ist ein Predator. Ja, der dich anspringt. Ja, aber dann... Der läuft doch bestimmt auf Zehenspitzen hinter dir her wie Otto. Es quietscht und knarzt. Was? Da hinten ist es! Oh. Da hinten ist es! Alter, da ist es, ich hab's gesehen. Ich auch. Du musst dich verstecken. Ich guck jetzt erstmal. Ist nichts zum Verstecken. Er ist auf jeden Fall gerade weggegangen. Ja, was heißt weggegangen? Weit wird's nicht gegangen sein. Wo überhaupt? Ich sehe gar nicht, wo man da lang gehen kann. Was blinkt denn da? Eine Tür. Boah, das ist echt groß, das Vieh, ne? Holy moly. Ich glaube, wir sollten irgendwas finden, wo wir reinkriechen können. Das ist auf jeden Fall noch auf der Suche. Hängt das da oben? Weiß ich nicht, aber ich würde mich ein bisschen mehr rechts orientieren. Vielleicht, ja, aber ich muss das gucken, ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwas ist, wo man rein kann. Ich würde das jetzt so gerne sehen. Aber ich kann ja jetzt nicht einfach loslaufen. Weil nee, laufen würde ich auch nicht. Ich würde nur nicht. Und ich denke, hier bin ich so ein bisschen versteckt halt, ne? Weil ich. Nein, den Raum würde ich jetzt auch nicht, glaube ich. Der macht bestimmt Krach, ne? Wenn man die Tür aufmacht. Ich sehe halt keine Zelle, wo man sich verstecken kann. Ist das der Aufzug, den wir nehmen sollen? Ja. Ja, das ist der. Ja, super geil. Ich gehe da jetzt einfach hin, oder? Ja. So machen, ne? Ich hab das Gefühl, da ist das auch hingegangen, aber machst du nix. Aber weißt du, ich glaube, dass das Alien nicht so einfach anhält und umdreht. So. Außer es hört was. Solange wir schleichen, haben wir vielleicht Glück. Genau. Ich habe auch mal gelesen, dass es keine KI ist, die immer so denselben Weg nimmt, ne? Also so kreisläuft. Nee, genau. Und schon irgendwie ein bisschen intelligent durch die Gegend geht. Was in dem Fall für uns ganz gut wäre, wenn die nicht immer nur im Kreis läuft. Jetzt muss man den rufen, das dauert bestimmt wieder voll lange. Ich muss den jetzt erstmal hacken. Oh Gott, ich möchte meinen Kopfhörer ausziehen, bitte. Ich möchte das nicht mit anhören. Ja, viel Glück. Möge die Macht mit dir sein.
wieder X drücken irgendwo. Boah. Boah. Holy moly, yes. Du hast es geschafft. Oh Mann, oh Mann. Und wir hatten dann wieder eine Alien-Begegnung. Ja, wir haben es gesehen. War eine, ja, wirklich, aber eine schöne. Ja. Ich hätte es mir gerne ein bisschen genauer angeguckt. Es war so ein bisschen neblig, aber naja. So, aber ich glaube, jetzt ist auch schön an der Zeit, genau hier den Part zu beenden und uns beim nächsten Mal wiederzusehen. Ja, finde ich gut. Super, hat wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye.